Ihr habt euch jetzt Strophen ausgedacht, das habt ihr sehr gut gemacht. Ein paar Bilder haben wir hier auch mal. Sah interessant aus. Wir haben noch ein Refrain. Ja, haben wir uns etwas ausgedacht für euch? Das wollen wir ja erstmal zeilenweise euch demonstrieren. Ich mach vor, ihr macht danach. Und am Ende kommt noch die Musik drauf, damit wir ein wenig reinkommen, von der Geschwindigkeit her, damit das sich festigt, was kommt hintereinander. Und dann werden wir immer als Übergang zu den Strophen in dem Lied am Ende einführen. Wenn ihr eure Arbeitsaufträge mal anschaut und die Seite umdreht, dann habt ihr eine Bewegungsbeschreibung drauf. Und zwar haben wir uns vorgestellt, dass wir den Refrain im Kreis ausführen. Das heißt, wir bewegen uns gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn wieder im Kreis herum und führen dabei den Tanz auf. Sebastian wird jetzt Zeile für Zeile laut durchlesen und ich demonstriere es erstmal. Ihr könnt schon aufstehen und ein wenig wieder mitzumachen. So. Ich brauche auch sehr viel Platz, weil ich schon gleich hier einen Rundlauf mache. Also Kamera mal ein bisschen draufkommen. Okay, Sebastian. Wir Schlümpfe gehen gerne baden. Handtuch in die Schulter werfen. Zehenspitzen strecken, die Federn, Rücken, nicht sehen. Das kann der blauen Haut nicht schaden. Wir strecken uns, wir ziehen unser Mund, wir haben hier ausschließen unser Mund, unsere Wehen, die wir nicht abtrocknen, den Handtuch, der Hand. Ganz hoch in die Zehenspitzen. Am liebsten schwimmen wir uns nass, nass, nass. Wir gehen runter und spitzen. Also wir benutzen das einfach als würden wir dann im Wasser haben. Nach Spitze braucht man das ein bisschen im Hinterland. Eine Schüre. Das ist nass. Das ist der Schlumpfen, Wasser, Spaß, Spaß, Spaß. Wir springen, die Spitze vergessen und es wird das andere in den Körper herum. Und die Hand sagt nicht. Wir Schlümpfe gehen gerne baden. Nehmen wir das Handtuch in die Schulter. Gleich bewegen wir uns an. Das kann der blaue Haut nicht schaden. Auf das Kinn. Die Hose bis zum Bauch. Wir gehen jetzt das Handtuch runter. Wir ziehen uns das hoch wie in der Hose. Ich bringe auch nicht nach, weil es nicht sitzen will. Die Schlumpfen Mütze auf. Hand über den Kopf. Jetzt Zehen strecken und Füße leicht nach vorne außen führen. Kopf vielleicht ein bisschen mitwackeln, um die Mütze auszubalancieren. Wir reiten bis zum See und baden. Hand durch die Beine durch. Jetzt. Lockieren wir. Das ist doch was, gell? Das reicht. So, steht da.